Yılmaz Güney, war er ein Kurde, war er ein Türke? Ich glaube, Yılmaz Güney war ein Kurde, ein Türke, ein Grieche, ein Deutsche, ein Italiener, vielleicht ein Spanier. Er war alles. Er gehörte, wie jeder größere Künstler, zur Menschheit. Wir werden ihn nie vergessen. Gestern Nacht ist es zu Schießereien an der Grenze gekommen. Nicht weit von eurem Dorf. Ihr müsst die Schüsse gehört haben. 5 Tote hat es dabei gegeben. Wir konnten sie nicht identifizieren, da sie keine Ausweise bei sich hatten. Ihr werdet euch die Toten ansehen und sagen, ob ihr einen von ihnen kennt. Wenn ja, wird die Leiche der Familie übergeben. Wenn ihr jemanden kennt und ihr sagt es nicht, macht ihr euch strafbar. Die Unterdrückung in seinem Land, der Türkei, besonders in Kurdistan, seiner Heimat. Darunter litt Yılmaz Güney und darüber machte er seine Filme, bis er selbst ins Gefängnis kam. Sie hier im Gefängnis, die große Säule. Einige von uns sind zu 15 Jahren, andere zu lebenslänglich verurteilt. Oh Grausamkeit, Grausamkeit, verlass mich tot. Das Herz kann die Grausamkeit der Menschen nicht ertragen. Ich liege und liege, aber ich kenne die Tage nicht mehr. Oh Grausamkeit, Grausamkeit, was ist mit mir? Aus dem türkischen Gefängnis konnte Güney 1982 nach Westeuropa fliehen, um hier weiterzuarbeiten. Für mich ist Film ein Mittel zum Kampf. Ich bin ein Mann, der politisch denkt und revolutionär und demokratisch fühlt. Als natürliche Konsequenz ist der Film also Ausdrucksmittel meiner Anschauungen. Für mich ist politischer Film ein Mittel, die Leute auf Demokratie und Revolution vorzubereiten. Die Filme eines jeden Landes werden beeinflusst durch die sozialen, politischen und ökonomischen Bedingungen, die innerhalb eines Landes herrschen. Es gibt Männer, die gehen fort, ohne sich umzudrehen. In den Dörfern, wo sie zu Hause sind, da sehen sie fremde Soldaten stehen. Sie fliehen über die Berge und im Hafen einer fremden Stadt stapelt man sie wie Gepäck, das keine Bestimmung hat. Nur in den Träumen, nur in den Träumen. Gerade wir Deutsche wissen, dass jeder, der aus seinem Land vertrieben wird, Ermutigung und Kraft braucht, wenn er alleine in der Fremde ist. Das Los ist schwer. In Hitlerdeutschland mussten Hunderttausende Menschen vor seinen Schergen fliehen. Jubel bei der Ankunft der Witwe Yılmaz Güney's aus dem Pariser Exil in der Kölner Sporthalle. In den 16 Jahren meines Lebens, die ich mit Yılmaz verbracht habe, habe ich oft den kalten Hauch des Todes gespürt. Doch ich konnte mir nicht vorstellen, dass sogar Polizeichefs Menschen aus politischen Gründen mit Mord bedrohen und wie Hunde behandeln. Nachdem ich Yılmaz kennengelernt hatte, begriff ich, warum einige Menschen zum Waffentragen gezwungen sind. Das sind meine schönsten und wärmsten Gefühle, mein Freund. Mit dir alle Traurigkeit und alle Freuden zu teilen, mit dir gemeinsam zu gehen, lebenslang, bis zum Ende.
glaube auch, dass viele Deutsche, die meine Filme im Fernsehen sehen, beginnen, über die Türkei nachzudenken und darüber, was der Grund für das Verhalten der Türken ist, und so durch diese Filme mehr Verständnis entwickeln. Das Wichtigste ist mir, dass meine Filme Brüderlichkeit und Freundschaft zwischen dem deutschen und dem türkischen Volk wecken. Gerade zum Thema der in letzter Zeit gewachsenen Ausländerfeindlichkeit können meine Filme einen positiven Beitrag leisten und ein besseres, wärmeres Klima schaffen. Skodan gelurt, dann blick jeder ein fort, was er denkt, hätte ich jen gewusst. Ich han Angst für dem neue Rakete gedöns und was uns Regierung da meint. Denn wann es die knallt, wo alles immer sind, ob der Türk da begriffen hat. Moje, 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 wenn man hüchtet dumm. Moje, 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 wenn du und ich zusammen stumm. Moje, moje.